Hallo, ich bin Andreas und ihr seht Filmwelt TV. Ja, heute geht es um wohl eine der berühmtesten Horrorfilmsagas und zwar um Phantasm oder besser bekannt bei uns als Das Böse. Eine Reihe, die 1979 von Don Coscarelli ins Leben gerufen wurde. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir seinerzeit den Film auf Betamax als Raubkopie gesehen haben und zwar täglich. Also der lief wirklich rauf und runter, der Streifen. Wir waren komplett in seinen Bann gezogen, vor allem von der bekannten Figur daraus, dem Tallman. Ich habe den Streifen damals echt geliebt und vor allem den Filmscore dazu noch und dann der Tallman, der da oft so zeitlupenmäßig lief und fand ich genial. Jedenfalls jetzt bringen Kochfilms den Streifen HD Remastered auf Blu-ray raus und zwar in Form von 3 Mediabooks, also 3 Mediabooks mit unterschiedlichen Covern, Cover A, B und C. Die blende ich euch auch mal ein, steht noch drunter Vorabcover, aber müssen wir mal gucken, ob die dann am Ende wirklich so aussehen. Ne? Ich glaube, ich persönlich tendiere zu Cover im Moment. Naja, jedenfalls für jene, die tatsächlich Das Böse noch nicht kennen, die Filmreihe, ganz kurz mal eben zur Story des ersten Teils. Phantasm, das Böse. Nach einer Beerdigung beobachtet Mike, wie ein angsteinflößender Mann, der Tallman, mit bloßen Händen den Sarg wegschleppt. Mike verfolgt den Tallman und findet heraus, dass dieser, bewacht von silbernen fliegenden Kugeln, im Inneren eines Mausoleums tote menschliche Körper zu teuflischen Zwergsklaven werden lässt und diese mittels eines Dimensionstors in eine unbekannte Welt transportiert. Mike berichtet seinem Bruder und dessen Freund von diesem grauenvollen Treiben. Zusammen beschließen sie, diesen Grausamkeiten ein Ende zu bereiten. Kurz darauf werden sie vom Tallman und seinen Kreaturen erbarmungslos gejagt. Für die drei Freunde stellt sich nun die Frage, wie kann man etwas töten, was nicht von dieser Welt oder bereits tot ist? Das Böse, Phantasm, ist der fantastische, spannende Klassiker von Regisseur Don Coscarelli, der dieser einzigartigen, angsteinflößenden Horrorsaga einen Anfang gab. Dank einer sorgfältigen Restaurierung durch J.J. Abrahams Bad Robot Production jetzt zum ersten Mal in fantastischem HD remastered. Erlebe den ultimativen Albtraum. Ja, und da soll es im Grunde auch gewesen sein mit meiner kleinen Info zur Veröffentlichung von Das Böse in 3 Varianten. Rausgehauen wird das Ganze am 12.10. und Teil 2 und 3 sollen auch noch folgen. Teil 2, wenn ich mich jetzt nicht irre, am 26.10. glaube ich und Teil 3 am 23.11. Da stehen die Cover noch nicht ganz fest. Ich glaube, für Teil 2 gibt es nur 2 Cover zur Auswahl und bei Teil 3 ist im Moment nur eine Variante gelistet. Jo, naja, das jedenfalls soweit und von daher, mach's gut, bis die Tage und ciao.